Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Paulina und ich habe heute eine Roomtour für euch. Und zwar zeige ich euch mein kleines Studentenwohnheim. Also es ist ein Einzimmer-Apartment mit Küche und mit Bad. Und ja, ich habe 15,5 Quadratmeter in meiner kleinen Wohnung, also nicht besonders viel, eingerechnet mit Bad und Küche. Das heißt, ja, ist schon ein bisschen klein. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Vielleicht zieht ihr auch bald in so eine kleine Wohnung und braucht Inspiration. Oder ich persönlich finde sowas auch eigentlich immer mega interessant. Deswegen ja, let's go. So, jetzt stehen wir hier vor meiner Haustür. Da kommt man natürlich rein, das erklärt sich von selbst. Und wenn man eben hier in der Haustür steht, dann hat man hier direkt die Küchenzeile. Also sehr minimalistisch, zwei Herdplatten, kein Backofen, einen Kühlschrank, Waschbecken. Und hier oben habe ich glücklicherweise zwei Schränke, wo ich halt so Geschirr und so Tupperware und so Zeug aufbewahre. Und da unten halt so Töpfe. Hier ist der Kühlschrank, das, ja. Hier mega praktisch solche kleinen Haken, um so Pfannen oder Handtücher aufzuhängen. Und wenn man jetzt hier so rüber geht, dann habe ich sozusagen meine Küchenzeile erweitert. Ich habe hier einen kleinen Backofen, so einen Mini-Backofen, Wasserkocher und hier unten auch so eine Geschirrabtropfung oder auch mein Besteck, meine Besteckschublade. Die war mir sehr wichtig, auch immer. Genau, und hier habe ich halt eben noch weitere Sachen, so Kochlöffel und ja, Schüsseln oder halt Tee und Kartoffeln und Reis. Und wenn man dann weitergeht, ist hier auch direkt mein großer Spiegel. Super. Ich muss jetzt nicht viel sagen. Dann ist hier mein Schreibtisch. Da ich nicht so viel am Schreibtisch hocke, habe ich nur einen ziemlich schmalen Schreibtisch gebraucht, wo so die wichtigsten Sachen drauf sind, was zu trinken, meine Sachen, wenn ich weggehe, Mäppchen, Uhr. Dann kommen wir weiter zu was, was mir auch ziemlich viel Platz wieder schenkt. Und zwar sind es diese Kallax-Regale von Ikea. Da kann man so verschiedene Einsätze reinmachen, so zum Beispiel einfach solche Türen oder so zwei Schubladen. Das gleiche Modell habe ich ja auch da vorne in der zweiten Küchenzeile. Und hier habe ich halt eben auch Sachen einfach so für die Uni, so Schreibwaren, meine ganze Kosmetik oder auch meine Schminke. Oder halt auch nochmal einfach Essen. Also hier sind dann so Tortellinis und so drin, Dinge, die ich nicht so oft brauche. Hier oben habe ich jetzt noch Platz für Dekoration oder halt auch Bilder. Die zeige ich aber natürlich nicht im Internet, deswegen stehen die da nicht. Und hier ist eben dann auch mein Fenster. Das ist mein einziges Fenster, das ist eigentlich ganz groß, aber ja, mehr braucht man, glaube ich, auch bei so einer kleinen Wohnung nicht. Und dann kommen wir auch schon zum Bett. Ich habe ja kein gewöhnliches Bett, das habe ich ja in den Vlogs schon erzählt. Und zwar besteht mein Bett einmal aus ja, so zwei Kallax-Regalen wieder, wo ich dann auch wieder Stauraum habe für zum Beispiel Bettwäsche oder Technik. Und die andere Hälfte oder der andere Teil ist eben das Bett, was vorher in der Wohnung war. Und hier unten ist auch noch mein Wäscheständer. Und darauf einfach so ein Holz gelegt oder ja, befestigt. Das hat meine Mutter alles gemacht, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, wie das ablief. Und so sieht das aus. Wir haben jetzt gestern auch noch eine Lichterkette aufgehängt, damit es ein bisschen gemütlicher aussieht. Und ja, mir war das 1,40 Bett echt wichtig, weil ich einfach sowas viel besser schlafe und sowas viel gemütlicher finde. Dann haben wir neben meinem Bett, habe ich dann auch direkt den Kleiderschrank. Dazu muss ich nicht viel erzählen. Der war schon vorher in der Wohnung, deswegen ist der auch so braun. Und der ist riesig. Da habe ich eigentlich alle meine Klamotten ganz natürlich drin, Bettwäsche und so Zeug. Und hier habe ich so diesen obligatorischen Stuhl, den eigentlich jeder in seinem Zimmer hat, wo die Wäsche drauf ist. Den habe ich halt leider nicht. Deswegen habe ich hier meine Heizung dafür umverwendet. Genau, weil es hier in der Wohnung echt mega heiß ist, man muss eigentlich mehr lüften, als dass man irgendwie heizen muss. Und dann kommen wir auch schon weiter, und zwar ist hier so eine kleine Stehlampe, wie ihr seht. Die macht einfach ein gemütlicheres Licht abends und ich bin so ein richtiger Lichtjunkie. Ich brauche irgendwie immer Licht an noch. Ich muss beim Essen noch mal mein Essen richtig sehen können. Ja. Und hier neben der Stehlampe ist dann auch schon wieder die Tür zum Bad. Und beziehungsweise hier ist dann auch schon wieder die Küchenzeile. Jetzt gehen wir mal ins Bad.
Jetzt sind wir im Bad. Was mega praktisch ist, ist, dass ich hier so eine Stange drin habe, die sich so mit Druck an den beiden Seiten festhält. Da kann man halt einfach super Handtücher aufhängen, besser als an diesen Haken, die dafür vorgesehen sind. Dann habe ich hier ganz normal ein Waschbecken, wieder so kleine Aufbewahrungsdinger und halt Sachen, die ich wirklich immer im Bad brauche, Zahnbürste und so. Hier ist auch mein Shampoo und so Zeug. Dann habe ich hier meine riesengroße Dusche, also meine Dusche ist echt wirklich groß, bin ich ganz dankbar. Der Duschvorhang ist noch nicht ganz so, aber daran wird noch gearbeitet. Und hier habe ich dann auch noch ein bisschen Platz, meine Handtücher aufzubewahren, das ist ganz gut. Ich brauche ja auch nicht so viele, ich bin ja nur eine Person da, braucht mir jetzt nicht so an die 5 Stück oder so. Und wenn ihr dann wieder aus dem Bad rauslauft, ist hier eben auch nochmal so ein kleiner Aufbewahrungsschrank, der so unter das Waschbecken passt, wo dann so Putzmittel und so Zeug drin sind, aber jetzt nicht so wichtig. Wie ihr gesehen habt, ist auch im Bad kein Fenster, sondern es ist immer nur so eine Ablüftung. Und ich denke mal, das war jetzt auch ziemlich gelb, die ganze Aufnahme, weil das Licht auch sehr gelb ist. Ja, und dann sind wir schon wieder in der Küchenzeile bzw. an der Haustür, wo auch meine ganzen Jacken hängen. Und das ist mein kleines Zimmerchen. Ich habe ja nur 15,5 Quadratmeter, deswegen ist halt auch nicht so viel, was ich euch zeigen kann. So, ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Und wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.